So, hallo, hallo. Hehehe, geht weiter. Diesmal mit Sound. Vielen Dank wieder für die Geduld. Ich weiß, man kann das, ich sage das immer wieder, aber kann man nicht oft genug sagen. So. Gute Idee. Was gute Idee? Wegen der Biopause? Wie lange gelang, ja? Oh. Gerade mal rausgeguckt, draußen ist so herrliches Wetter. Es kann durchaus sein, dass ich nach dem Stream auch mal rausgehe und noch eine Runde drehe. Dass man sich ein bisschen bewegt noch. Vielleicht noch einen Döner holen oder so. Zum Wochenendausklang. Heute ist ja Sonntag, oder? Ja, ne? Ja, morgen ist Dings. Morgen ist Wohnungsbegehung. Oh, ich bin da aufgeregt. So, erstmal das komische Froschgequatsche hier wegmachen. Das ist ja ein zu viel. Dieses Teleskop in den Grund hier, das zeigt aber das besonders. Ich wünschte, es wäre eine Linse eingesetzt. Ja, okay. Ach, richtige Kombination, alles hier. Holzstück steckt fest. Natürlich, komm, jetzt der Hammer noch aus dem Platz. Und da fällt was raus, ein Korken. Okay. Da hat was geleuchtet. Maschinenteil. Okay. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie das. Ah, lol, da ist die Kombination. Da. Okay. Ist sie gespiegelt? Nee. Dreieck, X und Schnörkel. Dreieck, X und Schnörkel. Edelstein. Die Flasche ist übrigens und hat den Lappen getränkt. Ja, und? Ach so, ich muss den Lappen nehmen. Rum, er brennt. Ich muss die Flasche mit dem Korken wissen, warum nicht ausläuft. Ich glaube, ich habe einen Korken gefunden. Aha. Werwölfe, zwiespältige Rasse des verlassenen Landes. Auf der einen Seite sind sie freundlich. Auf der anderen Seite sind sie freundlich, auf der anderen Seite müssen sie gefürchtet werden. An Vollmond wandeln sie sich in riesige, wolfsähnliche Kreaturen. Werwölfe leben seit unbestimmten Zeiten im Sumpfgebiet. Allerdings brachte die Ankunft der Chimäre die Bevölkerung an den Rand des Aussterbens. Jedoch gibt es Zeugenaussagen, dass jemand, der wie ein Werwolf aussieht, noch im Sumpfgebiet lebt. Alter, was für eine strange Zeichnung, oder? So, haben wir hier alles? Ja, ne, das ist bloß die. Trying to scare us. Okay. Ich hatte jetzt schon ein kleines bisschen Schiss, muss ich sagen. Kleines bisschen Panik. So. Alkoholgetränkter Lappel. Nee, ne? Kann man den Edelstein lassen? Nee. Spiegel? Nee. Bild ist verschwommen. Müssen wir was machen? Ne, wir können nichts machen. Gehen wir einfach mal in das nächste Ding. Zwischensequenz. Ah. Und Tür zu. Ja, natürlich. I can't stay here long. My head starts aching. I feel the presence of death. Ah, that's okay. This is the skull of the last dragon. Look, something is gleaming in its eye socket. How could I get... This is the skull of the...
Ein seltsamer Stein, warum er jetzt weiß. Muss ich noch mehr Magie aktivieren? Okay. Ah. Das ist einfach eine Kiste. Kein Schloss. Das kann nur da, dass man die Kiste anders öffnen muss. Ich würde das Bild auf dem Deckel. Ah, das ist für die Harfe. Okay. Okay, das ist über die. Ah, Chamäleon-Objekt. Und da haben wir das Maschinenteil. Gut, damit sind wir doch schon wieder hier. Es muss alle Fresko-Teile finden. Ah, da fehlt noch eins. Okay. Was machst du? Eine Guillotine-Klinge. Damit kann man etwas Hartes zerschlagen. Wie diesen Apfel. Okay. Oh, warte, da ist noch was. Tod. Einer der vier dunklen Reiter. Sein Element ist Verwesung. Alles in seiner Nähe wird krank, vergiftet und stirbt. Alles hängt davon ab, wie nah und wie lange man sich in Todsnähe aufhält. Die hartnäckigsten Gegner werden durch Todsense getötet. Es heißt, dass selbst der kleinste Kratzer der Sense zum Tod führt. Tod lebt im Sumpfgebiet auf einer Insel in der Mitte der See des Todsees. Aha. Aber es ist verschlossen. Schere nehme ich mit. So, jetzt stimmen wir erstmal die Harfe ab. Was soll ich denn hier machen? Wie soll denn das funktionieren? Hier drehen. Ah, muss grün sein, oder? Aha, das muss grün sein, damit ich weiß, wann die gestimmt sind. Na, okay. Die Dinger drehen, ja, genau. Dillin. Geheimfach. Ein neues Fresko. Ja. Kommt bekannt vor. Verschiebe die Mosaikstücke, um das Bild zu haben. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, wo nur ein Feld frei ist. Ich hasse diese Schieberätsel. Die sind halt echt nervig. Das ist oben rechts, das ist Mitte und das ist links. So, nee. Genau andersrum. Ja, ne? Passt. Ich
hasse diese Schieberätsel, Alter. Die sind so nervig. Okay, so. Erst rechts. Aha. Oh nice, bin durch. Toll. Look at the image on this. Ja, Image. Fiolo für lebendes Wasser. Okay. See des Lebens. You again. Oh, I see you got yourself a trusted bodyguard. Mal nur meine kleine Nixer. Oh dear, why didn't you tell me about your mission from the start? I'd have helped you right away. I'm glad you survived the fire's assault, and I'm happy he's gone. It was him who made the sea boil away. So, now you're looking for a way to defeat death, right? This can only be done, only with the use of living water. I shall allow you to take some, but... You won't be able to get close to death to spill the water on him. You'll need a weapon to do this. A bow, for instance. Ah. Oh, I know that forest hunters of the dark woods are legendary archers. Okay, jetzt kommen Elfen ins Spiel und ich habe vorhin ja die Pfeilspitzen muss ich ja irgendwie schmieden. Behind the magic mirror in the tower. Okay. In den Dunkelwald. Ich habe jetzt irgendwo ähnliche Bilder bildet. Ich glaube, das war im Ödland. Und? So, erstmal klubbel ich hier ein bisschen Wasser. Was mache ich hier? Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Nee, geht nicht. Platziere die Schlangen so, dass sie auf gegebene Symbolbare zeigen. Es gab vorhin einen Hinweis dazu. Ja, das ist der Hinweis. Was sagt mir der? Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich suche mir den Löwen. Der Löwe muss irgendwo sein. Ist gar kein Löwe da. Doch, da ist ein Löwe. Löwe und Topf.
Warte mal, ich schieb die Dinger mal zur Seite. So, wenn ich den auf den Löwen setzen würde, würde der auf die Schnecke gehen. Schnecke war aber kein Symbol. Okay. Das heißt, er ist raus. Wenn ich ihn auf den Löwen setzen würde, würde er auf die komische Feder gehen. Feder war kein Symbol, er ist raus. Das heißt, Löwe und der Topf. Löwe und Topf, genau. Okay. So, finden Sie den Skorpion. Finden Sie den Skorpion. Da. Auf die Gazelle. Gazelle ist Schmutz. Skorpion und Schlange. Skorpion und Schlange. Das heißt, jetzt brauche ich noch den Salamander und die Fledermaus. Aha. Ein Schurigen. Ein Bumerang. Na gut, es könnte ein Bumerang sein, ne? Aber. Hm. Ich halte doch die Ecken hier für ein bisschen arg scharf. Art hart geschärft für einen Bumerang. Oh, hier blendet Licht rein. Nö, blendet es nicht. Eisgebirge. Sumpfbier. Gehen wir wieder in den Sumpf. Ah, okay. Ja, ich halte es für einen Schurigen. Schlüssel, Falltür im Häuschen. Zack. Noch irgendwas? Ah, hier. Nee. Haben wir doch schon. Geht das nicht weg? Dann halt nicht. Dann gehen wir. Wir machen das Schloss auf. Staffelei. Wofür brauche ich denn jetzt eine Staffelei? Okay, dass der Spiegel sich gegenseitig spiegelt, ne? Wäre jetzt so der Plan gewesen. Damit sie kaputt geht. Aha. Weil hinter dem Spiegel war die Rune. Okay. Was ist denn das für ein komisches Aufstiegsding? War ich hier nicht schon mal? Ah, doch. Okay. Da. Du warst doch schon, ja. Ah, das kommt mit Zwischensequenz. Ja. Kurzzeitgedächtnismauer. Ja, das ist halt die Sache. Wenn du halt so Sachen durchzockst, ne, die sehen alle gleich aus irgendwann. Wieder eine Wolfsfigur und da müssen wir bestimmt das Messer anwenden. Ja, guck, ist auch runtergefallen. Ohne Code kann ich den Kryptex nicht öffnen. Ich kann die Flohfalle nicht bloßen Händen öffnen. Habe ich irgendwas? Nee. Neuer Bereich, wir suchen wieder mal nach dem komischen Teilen. This is a forest spiderweb. I heard it is very. Da hat sich was geändert. Und da ist das andere Ding gleich daneben. Yes. This is the dark woods wild boar. Its skin is like armor, but it's very elastic as...
Schere bei den letzten. Oh, das klingt nach einem Plan. Testen. Nein. Messer geht auch nicht. Lass uns erstmal hier das Wimmelbild-Ding machen. Was haben wir denn hier? Ein Pilz und eine Kerze. Ah, wir brauchen mehr von diesen Pilzen. Die Pilze sind der Schlüssel. Okay. Wurzel. Wegbrennen? Nein. Ah, durchbrennen. Okay. Pfeiler. Ah, ganz schön eine Menge Mushrooms, ey. Dass die ganze Kiste voll mit Mushrooms ist. Ich weiß, meine Oma hat früher so Kartoffeln gelagert. Na, da hast du ja so einen Keller gehabt und da waren halt so Stiegen, quasi so wie so. Nur waren die halt nicht bis zum Boden, sondern die waren halt vom Boden abgesetzt. Quasi nur die Hälfte hiervon. Und da lagen die ganzen Kartoffeln drin. So, ne? Ein weiterer Pilz. Was ist das? Die Personen soll ich merken. 4 Intervall später. Ah, ne. Da ist der Pilz, der nächste. Flop. Ein Schlüssel. Der Stein ist scharfkantig. Ja, ja. Ah ja, okay, das ist eine primitive Axt. Eine Steinaxt haben wir gebaut. Ist klar. Ah ja, okay. Kreis mit weiblichem Symbol, Ente und jubelndes Männchen. Okay. Kreis mit weiblichem Symbol. Die Ente und jubelndes Männchen. Und jetzt? Ah. Farbiges Garn. Das war für den Spind. Dieses Spinnerei-Ding bei den Zwergen. Auf zur Kreuzung. Da liegt irgendwas. No further passage. There is a strong force field applied here. Ein Teppich, genau. I need to find a way to remove it. Perhaps the bell is somehow connected with the field. No further pass. No further pass. Ja, auf zu labern. Further pass. No further pass. Eine Ramme aus. Sie zielt nicht ohne Grund auf die Glocke. Oh, warte. Scheiße. Widder. Oh, der Widder-Rammkopf. Ja, genau. Okay, da fehlt ein Rad. Habe ich nicht. No further passage. There is a strong. No further passage. No further pass. No further pass.
No further passage. Ah, hier ist nix. Ich zoome mich hier wie dumm und dämlich, ey. Ach so, aber die Zange kann ich benutzen, um das Ding zu entspannen. Oder zuspannen. Ach, da ist das Rad. Nein, erstmal den Hebel drücken. Rad befestigen. Ist jetzt da was? Ja, jetzt habe ich es. Okay, jetzt sind die Sachen freigeschaltet. Das heißt, sie müssen jetzt irgendwo gewesen sein, wo. Hier wurde ein Vogel eingeritzt. Das könnte ein Hinweis sein. Okay. Okay, das veränderliche Ding habe ich gefunden. A centaur is depicted on this door. It follows that it is the ancient. Ach, die Jäger sind Zentauren. Okay. Ich muss den alten Wandteppich austauschen. Ja, okay. Die Frage ist, wo ist dieses Teil für. Die Maschine? Ja, Maschinenteil fehlt noch. Oh, hier war es irgendwo. Ah, dieser Bömbel hier, okay. Okidoki. Ja, dann gehen wir wieder ins Sumpfgebiet. Den Dachboden. Ach, hier das Wolfding, genau. Die Kiste. Eine Nadel. Ja, für den Webstuhl. Da kommen wir jetzt genau hin. Für den Webstuhl. Na? Wir haben eine Nadel. Wir haben die Schere. Wir haben die farbigen Garne. Verwende Nadel und Faden, um das richtige Muster zu sticken. Alter. Nun ist blau. Ugh. Fühlt ihr euch auch dann irgendwie so daran hart erinnert am Malen nach Zahlen? Beziehungsweise es gibt ja, ich weiß nicht, ob das immer noch gibt. Es gibt tatsächlich so Stickvorlagen auch. Ja, das hast du genau das. Diese, die so Tuch mit so einfach so Kreuzweb. Und dann stichst du halt deinen, machst du einen ganz einfachen Kreuzstich die ganze Zeit. Die gibt's noch. Die hat meine Mutter ultra gerne gemacht früher. Eieiei. Und das ist auch so ein Ding, wo ich tatsächlich, ich mach die auch gerne, wenn es die immer noch gibt, beruhigt die Nerven unheimlich, ne? Dauert halt nur ewig, diese ganzen Dinger zu machen. Und das ist halt tatsächlich auch, wie ich, wie nennt sich's? Näharbeit gelernt habe. Beziehungsweise halt Sticken. Und ja, ich habe das gelernt, sogar in der Schule. Ja, das heißt, ich kann auch meine eigenen Klamotten ein Loch zunähen, falls man es aufrückt. Aber ich meine, wer näht heute schon noch bei Socken Löcher zu, ne? Kaufst dir halt das nächste 10er-Pack für 5 Euro oder so. Völliger Quatsch. Aber ja, ich habe tatsächlich
Nadel und Faden kennengelernt. Und ich habe mir nicht die ganze Zeit den Finger gestochen. Ah, die müssen alle gelb werden. Du musst gelb werden. Du bist gelb. Grünlich brauchen wir dich, dich und dich und den Kamm. Wir brauchen jetzt das braune Zeug. Das ist du. Rot in die Flügel. Und der Hals. Was vergesse ich da? Warum ist er nicht fertig? Ach so, weil das braune oben. Ah, lol. Okay, aber auch fertig. Und jetzt? Weiß, ja, wo ist weiß? Ah, stimmt. Du musst den weißen Hintergrund machen. Lol. Okay, so, jetzt ist fertig. Das heißt, jetzt muss ich ausschneiden. Uff. So, jetzt habe ich diese komische Fahne. Jetzt muss ich die ganz... Warum muss ich hier noch was machen? Schlage die Trommel, steht hier. Im Laden? Nee, gibt's keinen Laden. Das ist entweder das oder das. Aber ich weiß halt nicht was. Oh, aber erstmal machen wir hier unsere Fahne. Geh mal Rezept gucken wegen Spitzen. Geh mal Rezept. Das könnte es sein. Ich soll die Fiole da rein tun. Ah, die Flasche Rum soll ich da. Die Flasche Rum. Ja, Rum, ne? Ja, ja. So, und jetzt ist das nämlich auch weg. Ja, genau. Ich sollte nur die Flasche Rum da rein tun. Schon mal vorbereiten. Tja, das Pendel des Todes und so. Wer ist sie denn? Weiß man nicht. Ein Stab versteckt. Scheint an einem Stab in Verbindung zu stehen. Das Kopfstück des Stabs des Reh. Einmal dich. Chamäleon-Objekt. Arrangiere die Puzzleteile, um das Pendel zu stoppen. Ach, come on. Okay, das ist relativ simpel.
Okay. Und jetzt das, was nicht so simpel ist. Geht das? Nee, es geht nicht. Ja, auch nicht. Aha. Man kann das austesten. Okay. Waldjäger. Er ist ein Elfen. Sie sind Bewohner des Dunkelwaldes. Sind Dunkelwaldelfen. Oh, selbst den Begriff haben sie halt geklaut. Elfen des Dunkelland. Des Dunkelwaldes. Außer der Schütze und Meister der stillen Jagd. Sie leben autark und vom Klang anderen Stimmen als Waldjäger glauben, dass sie also Freunde des güteste Volk sind. Deswegen schon vielen ob ihre auch ganz vor allem von den Zentauren gerügt, mit denen Waldjäger sich den Dunkelwald teilen. Ja, ja, ja. Da trägt was in ihren Händen. Oder auch nicht. Medaillon. Ein rundes Objekt. Da hat's geblinkt. Null. Okay. Oh, eine Streitaxt, nice. Wir, die gütigen Zentauren des Dunkelwaldes, wundern uns über eure Absage, Schulter an Schulter gegen das Böse, das unser Land heimgesucht hat, zu kämpfen. Ihr feigen Waldjäger habt euch in eure unwürdigen Stadt verschlagen und betet, dass das Böse von allein verschwindet. Das wird nicht geschehen. Für diesen Affront an unseren gemeinsamen Krieg erklären wir euch zu feigen Abtrünnigen und erklären euch ebenfalls den Krieg. Aha. Ein Knopf fehlt. Ah, okay, und das ist die IC. Das ist der Knopf. Ah, das ist die Tastenkombination für die NES-Cheats. Nintendo-Konsolen-Cheats. Und jetzt was hoch, hoch, runter, runter. Rechts, rechts, links, links. A, B, A, B. Oh, Sternchen, Dreieck. Das Sternchen, Dreieck. Okay. Pfeile. Bogensehne fehlt noch. Du, Streichhölzer. Ich nehme was Rundes, habe ich nicht. Im Fall eines Notfalls zerbrechen Sie bitte dieses Glas. Schlüssel. Wofür brauche ich denn schon wieder einen Schlüssel? Was sehe ich denn da jetzt hier? Das haben wir gelöst. Das haben wir auch. Das haben wir auch.
bin halt gerade hardcore gefragt. Bin ich zu dumm, da das Zeug zu finden? Ich gehe erstmal hier hin, mache einen weiteren Anlauf. Naja, okay, die Streitaxt. Stern des Waldjägers. Ja, Wildschweinhaut. Jetzt hier einfach die Axt genommen. Okay. Nein, sie muss etwas Rundes. Okay, eine Sache erledigt. Ich muss den Stern der Waldjäger in die Hände der Stau legen, dann bekomme ich ihn hinauf. Das ist eine gute Frage. Ich kriege ihn auch nicht mehr. Also er muss da rein, definitiv. Ich meine, ich könnte bestimmt hier auch auf Tipp drücken, aber ich will halt Tipp nicht benutzen. Ein Raum zurück. Was ist denn ein Raum zurück? Zur Kreuzung. Tür. Das hier. Ja, Axt. Nee, funktioniert nicht. Habe ich schon probiert. Beim Zentauren. Lol. Natürlich. Danke. How did you get here? That's Centaur territory. I'm Zaruk, master weaponsmith of this tribe. It's not the best time for guests right now. We're at war with the forest hunters. They acted cowardly, unworthily, and arrogantly by hiding in their town when we offered them a united front against the Black Horseman Darkness. He settled in the dark woods. What? You also fight the Black Horseman? Good. I'll try to help you, but bring me something first. I've heard the dwarves make the strongest shields, although I've never faced them in battle. I hope this is true. Bring me a real dwarf shield.
Ein Real Dwarf Shield. Das haben wir doch irgendwo gesehen. Zentauren, halb Pferd, halb Mensch. Dieser Stamm des Dunkelwaldes ist wild und kriegerisch. Obwohl sie nicht behaupten, an anderen Territorien Interesse zu haben, sind sie für ihre Auseinandersetzungen mit den Waldjägern berühmt. Dies liegt besonders an der Abneigung der Zentauren gegenüber den Waldjägern, die den Zentauren mit arroganten Abscheu begegnen. Zentauren sind hervorragende Waffenschmiede und stehen in den Waldjägern im Bogenschießen nichts nach. Okay. Feuerstein. Ah, nice, nice. Er bat mich, einen Zwergenschild zu finden. Ein Kamm. Ich benötige Garn. Ah, okay, da. Das Wechselobjekt. Zange. Waffenkammer. So, und wie immer fehlt uns noch. Ah, gar nichts. Da ist nichts. Doch da. Uns fehlt das Maschinenteil. Links, ja, gerade gefunden. So, jetzt müssen wir uns den komischen Kackschild hier holen. Ne? Der war ja bei den Zwergen. Hier. Nee. Was mache ich mir mit Feuer? Nix. Oh ne, wir müssen hier das Ding erstmal einsetzen. Okay. Eisgebirge. Statue. Ja. Hier war der Zwergenschild. Dann gleich die Kneifzange. Sagen, wo ist mein Zwergenschild, aber steht er halt da. Und gehen wir zurück zum Elfenwald. Ha! A strong shield indeed! Strong shield indeed! So, what are you looking for in the dark woods? You came to ask these forest hunters for a bow? Those cowards? You hoped they'd make a weapon capable of killing the death horseman for you? Ha ha! The centaurs are skillful weapon makers, as good as the forest hunters. Bring me a boarskin and a twig from the red tree. This is the largest, oldest tree in our forest. It grows behind the Onsis Glade near the waterfall. Redwood is most elastic and strong. Okay. Der Zentaur stellt einen Bogen von uns her, der den Reiter töten kann. Er braucht die Wildschweine und den Zweig. Okay. Ja, Wildschweinhaut haben wir. Wildschweinhaut haben wir gefunden. Okay. Ah, Schlüssel. Okay.
Vogel. Ich muss immer noch hier das Ding lösen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was ich hier falsch mache. Ah, hier ist das. Hier ist das. Ah, hier ist die Bogensehne. Oh, lol. Na, es ist halt immer gut, wenn man kurz zurückgeht. Kurz mal einen anderen Blickwinkel bekommt. So, ne? So, jetzt mal die Schüssel. Was ist das? Medaillon? Ah, okay. Achso, Kristalle. Pendelfigur. Ah, okay. Ich weiß, wo die ganz am Anfang wieder in seine Hütte als eine der Figürchen. Zack. Ah, es geht langsam voran. Ach so, ja, hier Vogel, ne? Und da sitzt hier der Pendelbart. So. Jo, sind wieder beide Sachen da. Okay. See these arranged stones. See these arranged. See these arranged. The Ontosses. Birne im Baum ist doch Apfel. Was? Mann, ich guck gleich. Was? Birne im Baum ist auch Apfel? Was denn für eine Birne? War das die hier, die wir gerade geholt haben? Ah, nee, hier. Lol. Ja, hier. Ich muss die richtigen Teile finden. Okay. Dieses Steinidol ist urplötzlich in meinen Augen erschienen. Man hat dieses Bild eines Schwerts zu bedeuten. Ja, ich muss wohl das Schwert in den Stein stecken. Oh nein, ich muss erst mit dem... In dieser Ontosrinde lebt eine Maus. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass Mäuse Insekten vertilgen. Ich bräuchte etwas, um sie herauszulocken. Ja, finde ich. Jemand hat mir mein Schwert durchbohrt, aber ohne Griff kann ich die Klinge nicht rausziehen. Ah, okay, einen gefunden. Mit Hilfe der Leiter kann ich auf den roten Baum hinaufklettern, aber ich komme nicht an die erste Sporen haben. Gift. Was der Fisch eben kann ich ihn noch gebrauchen, als Utilitisch. Nein, nicht in den alkoholgetränkten Lappen. Okay. Natürlich. Ontuse. Baumhirten. Ich habe so ein Gefühl, das ist so ein dickes Rip-Off. Das ist so in der Zeit der Herr der Ringe-Euphorie entstanden. Kann das? Die merkwürdigsten Bewohner des verlassenen Landes sind die autochthonen Lebewesen des Dunkelwaldes. Ontuse sind riesige baumartige Kreaturen,
die seit Anbeginn der Zeit zusammen mit den originalen Riesen, Vorfahren der modernen Bergriesen, im verlassenen Land wohnen. Es gibt nur noch ein paar Untuse und sie haben sich im Dunkelwald niedergelassen. Es ist wahrlich schwierig, sie von den gewöhnlichen Bäumen zu unterscheiden, wenn man ihr Gesichter nicht in Rinde sehen kann. Denkst du auch, ja, ne? Ich hab Fisch und Gift. LOL! Ah. Guckt euch doch mal den Kopf an. Mit dem Kopfschmuck. Ich will ja nichts sagen, aber sieht halt hart nach, hart nach Gondor aus, ne? Alter. What a rip-off. Ein Baum links am Zweig. Was? Ein Baum links am Zweig? Ah. Da war er. Okay. Das Hufeisen. Ja. Jetzt sind wir hier schon wieder durch. Also ohne die Karte wärst du ein bisschen aufgeschmissen. Weil da bist du echt am Suchen. Was soll ich denn hier machen? Achso, ich soll bestimmt mit dem Gift die Pflanze abtöten. Ja, okay. Ja, machen wir mal den Beutelchen auf. Und nehmen uns, eine Menge Kohle dabei. Dreh die Kreise in wenig Teile und das Muster zusammensetzen. Oh no. Und was braucht der da unten? Wir drehen einmal. Er kann weg. Okay. Passt irgendwie jetzt nicht. Okay, so. Ach, die musst du auch noch drehen. Aber das ist relativ simpel. Zack. Und zack. Das soll eine Spinne sein, aber irgendwie passt das Teil nicht. Das sind die Scheren. Da müssen die Scheren hin im Endeffekt. Okay. Okay. Der komische Skorpion ist jetzt richtig. Alter.
so rum. Okay, passt. Dreh mal die Spinne. Ja. Ich muss kurz gucken. Okay, so. Jetzt. Jetzt müssten sie alle richtig sein. Die Ontus-Figur. Okay. Ja, lass mich raten, wo man die Ontus-Figur hinsetzen. Surprise, surprise. Drachen des verlassenen Landes. Und diese, natürlich ist auch Drachen dabei. Diese alten riesigen Kreaturen lebten einst im verlassenen Land, in dem sie noch frei wehen konnten, als das Meer noch mit Wasser gefüllt war und das Ödland mit Leben erblühte und die Vorfahren der Halblinge dort gingen. Halblinge, ne? Ja, das fällt mir natürlich nur ein. Die Werwölfe, die in den Sümpfen wohnten, bezeugen die Vernichtung des letzten Drachen. Sie sagen, dass er von einem dunklen Reiter. Ach, die dunklen Reiter. Oh nein, wenn du natürlich jetzt das Herr der Ringe-Prinzip halt erstmal Grund anlegst, ne? Oh, die Unsichtbaren sehen. Das Unsichtbare sehen konnten. Oh, natürlich. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel, einen Fisch. Wo muss ich denn hin? Im Toten See. Hä? Den Fisch choppen? Nee. Ah nee, hier beim Boot. Ein Haken. Mache ich mit dem Haken. Ja, den Baum hier. Flup. Ein Chip fehlt. Wasserhahn. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch das komische Wechselding finden. In dem Adlerhorst befindet sich was interessantes, sonst muss ich den Adler verscheuchen. Ah, hier Fisch, ne? Weil ist ja ein Weißkopfseeadler. Feder. Saffir. Ja, okay. Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Ah, da war's. Das Bügeleisen. Toll. So. Chip fehlt. Irgendwie im Luftschirm ist man das verlassen, dann ist es unglaublich. Oh, das ist. Die Teile hängen tatsächlich zusammen. Lul. Also, ich habe drei davon. Da stand aber nicht da, dass die sich gegenseitig bedingen. Aber wenn sie sagt, sie hat mit dem Luftschiff das schon mal gereist. Was wollte er jetzt hier? Was soll ich denn hier? Ah, ich bin gegangen. Der schwarze Turm, so sah das eben auch aus. Ja, kann durchaus sein. Ah ja, hier Schwertgriff. Sehr gut. Tatsächlich sind ja... der Ring hat ja die zwei Türme. Ne? Es heißt ja der zweite Teil.
Obwohl Tolkien ja keinen Dreiteiler draus gemacht, sondern Tolkien hat ja 6 Bücher für Herr der Ringe veranschlagt. Die wurden dann zusammengefasst aus redaktionstechnischen und finanziellen marktwirtschaftlichen Gründen. War er nicht so glücklich, aber hey. Und der zweite Band heißt ja Die zwei Türme. Die zwei Türme, damit ist einmal Orthanc gemeint. Ne, das ist ja der Turm, wo Saruman drin hockt. Und der zweite Turm, das ist nicht der Turm von vom Bösen. Sondern der zweite Turm, das ist Minas Morgul. Tatsächlich. Ne, das ist da, wo Sam und der andere Typi da diese komische Treppe hochsteigen, um dann zu dieser komischen Spinne da zu kommen. Und dann wandert doch diese ganze Armee da raus. Das ist Minas Morgul. Und das ist auch der zweite Turm tatsächlich. Ich hatte doch hier irgendwo irgendwas mit Schwert, ne? Hier. Da. Schwert reinstecken. Ich, He-Man, habe die Macht. Ein Chip. Ja, den Chip weiß ich schon. Aber wir holen uns schnell noch hier vom Schmiedemeister, vom Schlüsselmeister die Spitze, die wir dann hier gleich irgendwo einstecken. Ein Ehrenkönig, ah, das ist schwer aus dem Fels ziehen, ja. Jetzt habe ich eine Spitzhacke bekommen. Ah, ja, hier, Spitzhacke. Hier haben wir unser Erz für unsere Pfeilspitzen. Ach, endlich. Oh, auf geht es. Was sagt denn das Ding? Ich soll das Erz da reinschmeißen. Ja, ich muss das Feuer entfachen. Wie? Habe ich halt immer noch nicht gefunden. Ja. Was bist du? Ein Zweig des roten Baums. Habe ich nicht. So nicht? Bin ich gegangen. Hab ich halt auch nicht. Hier fehlt der Chip gefehlt. Okay, hier müssen die vier Königs, hier müssen nur 3 Königskronen sein. Hä? Müssten hier nicht noch andere Symbole da sein? Also ich sehe hier nur die Königskronen, ich sehe nicht, welche Sachen hier drin sind. Oder bin ich blind? Die wollen nur die Stellung der Kronen, ne? Welche Knöpfe soll ich denn drücken? Ah, hier, okay. Okay. Aha.
Dann ist ja easy. Ja, jetzt geht die Leiter hier hoch. Genau. Ah, Käse. Kommt mir bekannt vor. Just look at it. The spyglass is severely damaged, but the lens is Aber ich brauche einen Schraubenzieher. So, hier Maus. Und jetzt? Schnapp ich mir die Maus. Wow. Ich flirte sich die Maus an die Spinne. Warum habe ich jetzt die Maus da hochgelassen? Um festzustellen, dass keine Spinne da ist, oder was? Kamm mit Faden. Irgendwie. Okay. Und die Spinnen. Da waren Spinnen. Okay. Habe ich wohl von meinem geistigen Auge etwas ausgeblendet gerade. Okay, ich habe eine Bogensehne. Was soll ich hier noch machen? Ja, sieht wie eine Waffenkammer aus. Mega. So. Just look at it. Wir sehen wieder irgendwas. Aber was? Geh halt mal zuerst woanders. Das geht nicht. Gibt nur noch die zwei Orte.
Hier macht halt nur noch die Waffenkammer irgendwie Sinn. Geht aber nicht weiter. Und hier ist halt Wipfel des roten Baumes. Ich muss ihn abschneiden. Okay, so. So, du kriegst jetzt den Wildzweig. Fine. I'll need some time to make a bow and arrows. So, you'd better find the other materials and prepare a bowstring and arrowheads by yourselves. Make the bowstring from some durable spider web and cast the arrowheads from dark metal. This is a special grade of metal, capable of inflicting damage even on supernatural forces. I heard that deposits of it can sometimes be found in wasteland dungeons. When you are ready, get up to our workshop and assemble the weapon. Haha. Türklopfer. Feuerstein. Der ist in Tafel versprochen, die fertigen Schäfte für die Pfeile hier abzulegen. Okay, im Bogen. Also, Dingsi muss ich hinablegen. Ich brauche Federn. Die Bobbles habe ich. Die liegen hier. Die Pfeilspitzen muss ich mir noch holen. Okay. Spitzen noch, genau. Das haben wir den Zwergen? Ne, Ödland erst. Wir haben nämlich hier die Statue. Haben wir hier das letzte Ding. Und das, die gibt mir Feuer, oder? Die komische Statue. Na doch. Aha. Fackel. Ja, und dafür haben wir dann hier das Feuer. Und damit zünden wir nämlich unseren Ofen an für die Pfeilspitzen. Oh, yeah. Oh, wait. Wait, wait. Da haben wir nämlich den Schraubenzieher. Und ein Siegel. Ah, jetzt geht's hier richtig ab. Yeah. Wie, das Objekt kann nicht verwendet werden. Ach so. Das ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Natürlich. Natürlich haben sie in dieser Fantasy-Welt einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Weil das typische Siemens Kreuzschlitzschrauben sind. Genau, die Linse. Und mit der Linse kann ich zur anderen Linse. Seltsam, eine leere Wand. Warum sagt das so genau diese Stelle? Das ist etwas Unsichtbares. Wer konnte was Unsichtbares sehen? Machen wir erstmal unsere. Oh, Fusch. So, was sagt das Ding? Wir füllen das rein, wir füllen Kohle auf, wir machen den Rum rein, wir zünden das an. Wir nehmen das Zeug und gießen das in die Form, machen die Form auf, Wasser. Okay, wir nehmen das Zeug.
gießen das in die Form. Machen die Form auf. Kühlen die Dinger ab. Jetzt kann ich es in die Hand nehmen. Und wir schleifen sie. Endlich. So, und dann können wir wieder zurückgehen. Und in die Waffenkammer Pfeilspitzen. Okay, so. Wir nehmen das Ding, verbinden den Bogen. Okay. Wir nehmen das Ding. Was? Okay. Auf die Falte und ich lebe das Wasser. Okay. Blub. So, damit sind die auch verzaubert. Easy. Pfeil und Bogen. Ja. Und jetzt? Ja, genau. Da lässt ihn bis auf einen Meter rankommen, um den Pfeil zu schießen. Boah. Sie würde das Scheunentor nicht treffen, wenn sie in der Scheune stehen würde. Meine Fresse. This is it. My end is near. The wound from Death's scythe is fatal. You must go on. Use the boat. Der arme Zwerg, genau so sieht's aus. I think you hit him with the arrow. And chances are we managed to defeat him. If he has the compass, take it to bring it to Marin. Oh, wish we had a cure. Aha. Was mache ich mit dem Siegel? Weiß ich nicht. Ich bin noch da. Was soll ich machen? Ah, Leute, ich gebe ihm den Apfel. Klar. Ist ja dieser Apfel, der alles heilt. I feel my strength returning. I feel much better now. Let's go, quickly. Weil ich prepared bin. Als ordentlicher Deutscher habe ich vor allem Identitäten vorgesucht. Eine Kiste. Easy. Da liegt das Maschinenteil. Du hast alle Teile der magischen Maschine gesammelt und stehen dir 20 Level des Bonusabenteuers zur Verfügung. Aha. Da hat sich's für. Du hast alle Chamäleon-Objekte gesammelt. Yes, Adlerauge. So schaut es aus. Dank der großzügigen Hilfe von euch. Kreisel. 5 Millionen Kisten, da ist eins vom Kreisel drin. Ein Handabdruck ist auf Kristalle zu erkennen. Tod ist in der Handschuhe aufgelegt.
Okay. Dunkelheit. Einer der vier dunklen Reiter. Sein Element ist Schatten. Es heißt, dass Dunkelheit der Anführer der Reiter ist und der gefährlichste obendrein. Alle Lichtquellen erlöschen in seiner Nähe, aber das ist nicht das Schlimmste. Dunkelheit verdrängt alle Gefühle von Glück und Güte. Zuerst werden seine Gegner mit Traurigkeit und Verzweiflung erfüllt, bald darauf werden sie böse. Am Ende verwandeln sie sich in Diener von Dunkelheit. Okay. Ein Manuskript fehlt noch. Ne? Bringe die Figuren auf die Mittellinie. Und wie? Okay. Ich kann die nicht verschieben. Ah, okay, okay. Natürlich. Das heißt, ein Manuskript müssen wir noch finden. Tod hat dasselbe Schicksal wie die anderen beiden Reiter. Ich muss ein Herz herausnehmen. Oh, mein Messer ist weg. No. Zwerg ist weg. No. Erstmal gebe ich dem Almöhi das Herz. That's incredible. You defeated death. The most difficult task lies ahead. Stop darkness. Darkness. We know he's found the compass of the worlds and is headed toward the stronghold. But praise the gods, when I hid the compass, I enchanted it with a spell of burdening. The closer darkness gets to the portal of the universe, the heavier the compass becomes. This is why he's moving very slowly, and so we have some time to prepare. I know what to do, but there's no time for long explanations. I'll need you to do one thing. Find a large glass lens. You'll be on your own, as Fulner will stay with me. His tinkering talents will be of great use now. Take this key and head to my refuge. Unlock my workshop. There you'll find a lens. One more thing. Set off to Mount Gore again and ask him for a spell capable of destroying the Black Horseman's heart. Okay. Mount Gore will ask you for a flower in return. Take one from my flower bed. Remove the flower's protective field with this spray. Once you have everything, meet me in the tower's central hall. Klingt alles ganz schön einfach. Ja, erstmal sprayen wir hier die Blume ein. Flug, flug. Zack. Okay. Was mache ich hier? Ah. Schlüssel. Klammern, Hebel. Okay, Schmiermittel. Keinen Saft. Schraubenschlüssel soll da ausreichen.
Was habe ich jetzt hier? Eine leere Ölkanne, ein Zahnrad. Zahnfehlern verrostet. Das ist eine leere Ölkanne. Ich lasse die Rohrleitung reparieren. Schlüssel. Ups. Wo ist denn der Besen gut? Achso, ja. Das Rohr runterholen. Okay, und die Schellen. Kannst du mit dem Besen ins Rohr holen? Gerade gemacht. Okay. Jetzt können wir den Saft aufdrehen. Jetzt presst er irgendwas. Irgendwas übersehe ich noch. Achso, wo ist denn die Ölkanne? Wo war denn das Öl? Da war das Öl. Okay. Was ist das jetzt? Metallzylinder. Oh, es gab eine kleine Muffe. Ein Schlüssel. Ja, ein Sechskant-Inbus. Boah. Deal. Natürlich. Eine alte Linse. Okay. Okay. Ein Linsenpoliergerät. Okay. Eisgebirge. Achso, ich muss ihm die Blumen bringen. You again, mortal? I know why you have returned. Good. I shall help you one more time. Voll irritierend mit seinen vier Armen. Bring me a clean sheet of paper. Place it inside a magical shell, and the spell will be granted. Wait. I know Marin asked you to find a lens. It will be more useful if you fill it with blessed light. Set off to the Ontus Glade. Place the lens on the ritual table. And see for yourself. Take this part. It will help you to weave the magic. Ein Holzstück und ein Kreisel. Okay. Ja, okay. Drache. Mhm. Ich weiß, die Dinge sind Kundebogen. Ich habe das mit Kristallen ausgesucht. Ich sollte eins finden. Ja. Ja. Okay.
Es wird das erstmal weggeguillotiniert. Ah, sehr gut. Und das müssen wir hier einsetzen. Habe ich mir noch gedacht, das Drachenaugen ist so ein Tool, was für menschliche Augen nicht mehr ist. Ugh. Also ein R. Wie sehen die Dinger aus? Ein umgefallenes A, ein R und ein P. So, das war nämlich hier bei den Nasenbären. Hier. Da, umgefallenes A. Hier müsste das R hin. Oder auch nicht. Das ist übrigens nicht das umgefallene A. Das ist das umgefallene A. Das ist ungefähr eine A, R und dann. Da, jetzt. Was ist das? Ach, der Baum vor dem Kopf. Okay. Baum vor dem Kopf. Ist er hier? Ein Steckschlüssel und eine Holzscheibe. Die Ontuslichtung. Dreh die Kreisausschnitte, um das Muster wieder herzustellen. Oh, no. Okay, das ist ein Baum. Was ist denn da alles oben und unten? Das unten? Das, die drei könnten sogar richtig passen. Passen die von den Streifen her? Die passen auch von den Streifen her. Und das Geschwafel geht mir auf den Sack. Ah! Nee. Nein. Geht das so? Nee. Und dann sieht das hier besser aus.
Oh lol, das ist grün. Ah. Das ist grün. Aha. Ja, lol, dann ist ja ganz easy. Dann ist ja ganz easy. Dann ist ja bloß einfach durchklicken. Und jetzt eine gute Stelle, um den sich nicht aufzufüllen. Ja, okay, ich habe den Altar vorbereitet quasi. Ach, Steckschlüssel. Kennt man vom Schrauben, wenn ein Autoreifen wechseln musst. Ja, musst die Mutter rausdrehen, da hast du auch so einen Steckschlüssel. Ach, da ist eine Bürste. Und da ist das Manuskript. Wichtige Geschichte des verlassenen Landes. Vor vielen Jahrhunderten versuchte der dunkle Lord, ein Dämon, der in einer Steinschleuder gefangen wurde, sich zu befreien, das verlassene Land an sich zu reißen. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, benötigte er einen Körper. Er kidnappte einen kleinen Jungen aus einem anderen Reich, um Besitz von ihm zu ergreifen. Aber die Mutter des Jungen reiste in das verlassene Land, um ihren Sohn zu suchen, und folgte dem Dämon in sein Versteck. Diese mutige Kriegerin des Reiches namens Erde überwand viele Hürden, um ihren Sohn zu retten und den Dämon zu besiegen. Seitdem ehren die Bewohner des verlassenen Landes die Taten dieser Mutter und betrachten sie als die auserwählte Beschützerin. Cool. Das war sie. Das ist die Story von der ersten Geschichte. Das dürfte jetzt die zweite Geschichte tatsächlich sein. Warum kann ich die... Ah, leeres Papier. Genau. Und die Bürste. Na, wir müssen die... erstmal ordentlich polieren. Ah, es sieht die schon wesentlich besser aus. Nicht so vergilbt. Jetzt kommen die Dinger auch zum Einsatz. Magic. Was soll ich machen? Soll ich irgendwas machen? Linse und Zauberspruch. Oh, you came. We failed to stop darkness. He's already gone up and is about to open the portal. Stimmt, stimmt. We might still have a chance though. Go to the top. There you'll find a device we created against darkness. Insert the lens into it. And when darkness activates the compass, read the spell. Then immediately jump into the portal. It will take you back home. If you stall, you'll die together with darkness. Oh, Suzanne, nein.
It was an honor to meet you. Our ascendants will compose legends about you throughout the Lost Lands. Do not worry about us. Thank you. Goodbye. Hat so ein bisschen die Vibes von Gandalf, oder? Der Typ. So, auf nach oben. Muss ich irgendwas machen? Ah, die Kanonen laden. Nun wäre es Zeit, den Zauberspruch zu sagen. Sieht aus wie ein großer Scheinwerfer, oder? Da liegt sogar noch ihr Einkauf. Hey, wir haben es geschafft. Ja, storytechnisch ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Der Abspann ist mal ultra kurz. Du hast das Hauptabenteuer erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kannst du die Bonusabenteuer spielen. Ja. Theorie könnten wir hier noch das Bonusabenteuer spielen. Plus, ich habe ja hier die ganzen. Das Haupt- und das Bonusabenteuer abgeschlossen. Drei Objekte innerhalb von 3 Sekunden in einem Wimmelbildspiel gefunden. Haupt- und Bonusabenteuer ohne einen Hinweis in den Wimmelbildspielen zu benutzen. Ein Wimmelbildspiel ohne unnötige Versuche abgeschlossen. Das Tafel- und Symbole-Minispiel ohne unnötige Versuche abgeschlossen. Hauptabenteuer im schwierigen Modus abgeschlossen. Das Haupt- und Bonus abgeschlossen, ohne Dialoge oder Videos zu überspringen. Das Tier-Minispiel mit weniger als 70 Drehungen abgeschlossen. Was ein Tier-Minispiel? Alle Seiten des Buchs vergessen, Lanzen und Haupt- und Bonus abgeschlossen, ohne sich einen Hinweis zu benutzen. Künstler Zwergenmosaik in weniger als 1 Minute zusammengesetzt. Das Hauptmangel ohne eine Minispiele zu überspringen. Ah, okay. Puzzle. Was? Ach, kannst du hier die Minispiele üben? Lol. Du kannst hier die Minispiele üben. Das kenne ich nicht. Dann ist das vom Bonusabenteuer. Genau wie das. Wie das. Ja gut, das ist chillig. Da musst du wohl die Dinger in die Höhe schieben, damit du das Teil hier rüberschieben kannst. Glaube ich. Das sieht wieder ein bisschen strange aus. Ah ja, okay, das ist einfach. Das ist einfach. Okay. Dann sind wir hier tatsächlich durch. Und nein, ich werde das Bonusabenteuer jetzt nicht nochmal spielen. Oh. Oh. So. Ich bin durch. Ah. Ich hoffe, es hat euch wieder ein kleines bisschen Spaß gemacht. Na, es war mal was für die Seele zum Miträtseln. Morgen ist wie immer nix. Zumindest streamtechnisch. Mal gucken, was dann morgen gesagt wird bei der Wohnungsinspektion. Kann ich euch ja am Dienstag berichten, was da jetzt der Phase ist. Vielleicht können wir die
Was, du musst jetzt noch arbeiten? Nee. Für Nachtschicht wärst du schon weg gewesen. Und du meinst morgen? Ja. Okay. Da ist mir noch frei. Vielleicht können wir die Bonusaufgabe, die Bonuslevel, dann irgendwann mal mit reinquetschen. Oh, vielleicht am Freitag. So, ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ja, Tagschicht, ja. Beziehungsweise was zu essen holen. Ich wollte mir einen Döner holen, weil draußen scheint halt ultra geil Sonne. Das ist genau das Richtige, um sich ein Stück Fleisch zu holen. So. Ansonsten bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns dann am Dienstag mit VOWS wieder. Bye, bye. Biopause, ja, der Stream ist zu Ende. Go, go. Darf nur nicht in die Hose gehen. Also dann.